Willkommen zurück bei New Super Mario Bros. 2. In diesem Part werden wir an die Stelle spielen, an der wir im Blind Let's Play stehen geblieben sind. Welt 4. Wir sind ungefähr beim Castle gewesen, das heißt noch ein bisschen weiter als ich vermutet hatte. Ich dachte, wir wären beim Ghost House stehen geblieben, aber nein, es ist noch ein bisschen was. Außerdem werde ich alle Pilzhäuser ablaufen, die wir schon besucht haben, und euch die drei Regenbogen-Level zeigen. Die müsst ihr unbedingt gesehen haben, und das war knapp, Mann. Außerdem wollte ich mich auch nochmal bedanken, denn Part 1 und Part 2 von den drei des Displays haben über 1000 Daumen hoch, und das zeigt einfach, dass ihr da tatsächlich noch sehr dahinter steht und mich dabei unterstützt, dass das alles so gut funktioniert. In diesem Part habe ich jetzt nochmal den Ingame-Sound ein bisschen lauter gemacht. So wird es ab jetzt immer sein, dass ihr schön den geilen Sound hört und nebenbei meine Stimme. Je nachdem, wie ihr sie findet. Ja. Mithilfe dieses Koopas kommt man dann hier hoch. Das war einer der besten versteckten Starcoins. Wo ist sie denn? Hier rechts, oder? Genau, hier. Geil. Die war echt nicht einfach, weil man sieht es halt einfach nicht. Man muss auf den Koopa springen und dann noch gedrückt halten, den A-Knopf. Oder B. In dem Fall, dass man hoch genug kommt und nur dann sieht man das. Wenn ich mich nicht täusche, gab es jetzt hier noch irgendwo ein Secret. Ich glaube, eine goldene Blume oder sowas. Wo war denn das? Hä? Okay, vielleicht täusche ich mich auch. Wobei, nein, ich erinnere mich. Hier war eine goldene Blume irgendwo. Aber das habe ich wohl schon versaut. Da muss es irgendwo bei der Halbzeitfahne einen geheimen Block gegeben haben. Den ich aber offenbar schon aus Versehen mit dem anderen Koopa-Panzer zerstört habe. Naja, sei es drum. Man kriegt die goldenen Blumen ja auch anders, und zwar in jedem Level, aber das hat mit den Regenbogen-Leveln zu tun, die ich euch, wow, noch zeigen werde, und dann bin ich doch mal erwischt worden von diesem stacheligen Felsen. It's not so good. Ja, aber mir macht das Ganze auch übelst viel Spaß, und ich denke, wenn man merkt, dass man bei der Arbeit Spaß hat, dann ist das schon geil. Also man merkt einfach, dass man was richtig macht. Wow, fuck, ey. Und ich muss wirklich zugeben, dass die Arbeit mit den drei des Let's Plays das mit weitem Abstand aufwendigste ist, was ich jemals auf YouTube gemacht habe. Und die Dateien sind im Übrigen tatsächlich 1 GB groß. Zumindest jetzt diese langen Parts. Später wird es dann nur noch 500 sein, aber ja, mit der momentanen Internetleitung ist das trotzdem viel. Und da sind wir schon, im Geisterhaus. Hier gibt es auch wieder ein Secret Exit. Ich muss nur kurz schauen, welches Geisterhaus das war. Ich habe nämlich nur geguckt, wie weit wir gespielt haben und nicht, was das für Level waren. Bis jetzt kommt es mir gar nicht bekannt vor. Was ist denn das? Verflixt nochmal. Ach so, ist es das mit der Presswand? Ah, da war irgendwo oberhalb was. Und auch eine fiese Starcoin. Na, lassen wir uns mal gucken. Aber auch das hier ist eine neue Idee mit dieser Presswand. Es ist egal, wohin ihr schaut. Die Boos werden immer nach rechts wandern. Aber sie können auch ihre Meinung ändern. So wie sie es jetzt gleich tun werden. Ich glaube, dass da oben was war. Da war, glaube ich, die erste Starcoin, oder? Ja. Okay, so, jetzt gehen sie zurück, um mich zu verwirren, um mich in die Irre zu führen. Hoffen halt, dass ich einen Fehler mache, aber nein, nein, ich passe schon auf. Ihr kriegt mich nicht. Oh, jetzt ist die hintere Wand aber ziemlich schnell. Und hier könnte jetzt irgendwo was gewesen sein. Ja, da oben. Mit dem Wandsprung kommt ihr da hoch. Und das müsste der Secret Exit sein. Richtig kacke, ey. Ja, aber dass man in den Geisterhäusern was Fieses vorfindet, das ist eigentlich die Regel. So, dann geht's da runter zu 4A, aber gibt ja noch den normalen Weg, plus die 2 Starcoins, die uns noch fehlen werden. Ich muss danach auch, also wenn wir bei dem Castle sind,
einen kleinen Schnittpunkt machen und genau gucken, welche Pilzhäuser wir schon betreten haben und welche nicht. Kann ja sein, dass ich mir welche zurückgelegt habe. Weil, ja. Man kann sich da immer mal wieder einen Mini-Pilz holen, wenn man einen braucht. Oder in dem goldenen Haus eine goldene Blume. Die habe ich bestimmt nicht alle einfach so verschwendet. Weil das jetzt ein bisschen schwer sein wird. Da muss ich echt jeden Part 100 Mal durchklicken, um das zu sehen. Weil manche Pilzhäuser habe ich dann vielleicht auch etwas später nochmal betreten. Ich bin mit Sicherheit von Welt 4 irgendwann mal zurückgegangen, weil ich was gebraucht habe und dann habe ich es in Welt 1 oder so geholt. Bei dem Pilzhaus. Naja. So, wir können das hier nicht beschleunigen, wir müssen mitlaufen. Ich finde es auch geil, wie sich der Sound ändert, wenn die sich umdrehen. Man hört es richtig, wenn sich die Buhus umdrehen. Das ist echt geil. Ich kann euch generell empfehlen, den Ingame-Sound über ein Headset zu hören. Ist einfach viel, viel geiler, als wenn es aus der Box kommt, vom 3DS. So, und da oben war noch irgendwas später. Starcoin, die zweite war es doch. Und bei der dritten musste man ganz schnell sein. Ich erinnere mich. Vorsicht. Ja, da ist sie. Alter, wie dreckig, hey. Und jetzt, glaube ich, brauche ich diesen P-Switch und... Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ja, komm, komm, komm. Yes. Okay. Hey, Moment, was ist da? Ist das der richtige Ausgang? Ah, nee, das ist nochmal so ein Bonusraum. Boah, wie viel Kohle gibt's denn da, bitteschön? Oh oh. Darf ich jetzt hier noch... Ja. Hätte ich noch ein bisschen mehr mitnehmen sollen, aber ich wusste jetzt nicht, dass ich da oben noch raus kann. Ich dachte, ich muss dann rechtzeitig wieder zurück nach unten, damit ich nicht zerquetscht werde, aber dann halt nicht. Und für Münzen habe ich sowieso einen Trick. Das mit den 1 Million Münzen wird ziemlich einfach für mich. Ich habe es zwar durch die Kommentare rausgefunden, aber... Da gibt's echt geile Münztricks. Mit bis zu 30.000 Münzen innerhalb von 5 Minuten. Das werde ich euch alles zeigen am Ende des LPs, wenn wir mit dem Spiel durch sind. Es geht sowieso erst, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Denn dann hat man im Münzrausch-Modus immer mal eine goldene Blume im Inventar und die braucht man eben. Wobei, eigentlich müsste es im normalen Modus doch auch gehen. Aber ich glaube, da ist es begrenzt. Da kriegt man, wenn dann, nur höchstens 9.999 Münzen oder so. Und nicht 30.000. Naja. Wir werden sehen. Ich mach's auf jeden Fall so, wie ich's gesehen habe. Yay, gib mir den Münzblock. Komm, aber schnell. Dann halt nicht. Ja, das war knapp. Was machen die Sparkies eigentlich in dieser Eishöhle? Das ist eine total ungewohnte Ortschaft für die. Ich mag das Level aber, an das erinnere ich mich noch, das fand ich geil mit den Sparkies, das war echt gut. Ich bleibe aber übrigens dabei, dass der 3D-Effekt bei diesem Spiel, ja, quasi nicht vorhanden ist. Also, man sieht es nur ganz geringfügig. War aber eigentlich auch klar bei so einem 2D-Spiel. Natürlich, jetzt sagen wieder einige, nur weil es auf dem 3DS ist, muss es ja nicht... Ah, fuck, da war noch was. Muss es ja nicht in 3D laufen. Das stimmt eigentlich auch, aber... Hätte man bestimmt hingekriegt. Ich meine, man hat es auf dem Super Nintendo doch auch geschafft, obwohl es da gar keinen 3D gab. Ich meine, guckt euch die Hintergründe von Donkey Kong Country an. Die waren ihrer Zeit weit voraus. Das ist ein Pseudo-3D. Dann wäre das doch wohl... in einem Mario-Spiel für eine 3D-Konsole auch gegangen, wenn man sich ein bisschen angestrengt hätte. Also diese These wage ich jetzt wirklich zu behaupten. Und die Technik ist heutzutage ja wohl viel weiter als zu SNES-Zeiten. Ja gut, aber es gibt auch tatsächlich Leute, die die Pseudo-3D-Grafik von Donkey Kong nicht mögen. Finde ich persönlich unglaublich, aber Geschmäcker sind halt nun mal verschieden. Ich finde Deka sowohl vom Gameplay als auch
von der Grafik und von der Schwierigkeit absolut gigantisch geil. Also besser kann man einen Jump'n'Run eigentlich nicht machen. Und da hängt Mario eigentlich ja ewig schon hinterher. Mario Number One. Jetzt erst wieder mit Donkey Kong Country Returns hat man gezeigt, dass man auch auf den heutigen Konsolen wieder eine Herausforderung schaffen kann. Warum geht das also nicht bei Mario? Naja, mal sehen, was New Super Mario Bros. U für eine Schwierigkeit hat. 4-2. Was war das? Ziemlich lächerlich getroffen worden, aber naja. Egal. Fire Flower. Es ist schon auch lustig, wie die ganzen Gegner mit der Musik mittanzen. Es ist vor allem dann gefährlich, wenn man sie attackieren möchte und nicht auf die Musik achtet und die dann plötzlich rumtanzen und nicht mehr weiterlaufen und man sich verschätzt und dann selbst getroffen wird. Ist mir alles schon passiert und euch bestimmt auch. Ja, gib mir Geld. Geld ist geil. Ach, warum treffe ich immer die 5 und nicht die 50? Ich traue mich jetzt nicht, da eine Stampfattacke zu machen. Da müsste zwar eigentlich was sein, aber andererseits, gib mir das ab. Yay. Konnte mich nicht entscheiden. Zwar wird mir jetzt natürlich schon mit der neuen Aufnahmemöglichkeit ein bisschen Arbeit abgenommen, weil der ganze Mist jetzt schon synchron ist. Aber das Exportieren, Encodieren, Zusammenschreiben und Hochladen dauert halt trotzdem seine Zeit. Immerhin sind die Videos jetzt synchron, zumindest war es bei Part 3 so. Also auch dieser Ärger bleibt mir jetzt erspart. Ich weiß echt nicht, warum es vorher immer asynchron war. Auf YouTube zumindest. So, ach scheiße, hier muss man schnell sein. Nein. Okay, hat genug Zeit. In der Bearbeitung immer synchron und dann auf YouTube nicht mehr. Crazy shit. So. Jetzt kann ich hier auch noch Geld machen. Wenn man die killt, dann kommen dann eine Menge Münzen raus. Ist auch ganz eine nette Idee. Ah, da ist die dritte. Komm mal her, Cooper, ich brauch dich dafür. Ja, dämlich. Zu früh gesprungen. Egal. Ach, nur 2000. Na, that's life. Ich bin auch überlegen, wann ich euch den DLC zeige. Ob ich den jetzt dazwischen haue oder ob ich ihn am Ende zeige. Kommt auch darauf an, wie schnell das Let's Play vorübergeht. Das hängt aber natürlich mal wieder vom Interesse ab. Bis jetzt läuft es ganz gut, aber man kennt das ja. Es startet etwas gut und dann bald nicht mehr. Hier haben wir auch irgendwo einen Secret Exit gefunden. Boah, das war mal wieder knapp, ey. Aber ich glaube, dass der mit einem Mini-Pilz zusammenhing. Ja, doch. Ganz oben. Stimmt, man musste hier mit einem Mini-Pilz durch. Das war verdammt schwer. Außer man hat ihn natürlich kurz vorm Ziel eingesetzt. Das wird jetzt nichts. Das heißt, wir spielen den Tower erstmal normal durch. Und dann noch einmal als Mini-Mario. Dann gehe ich in ein Pilzhaus, weil da kriege ich viel, viel gechillter den Mini-Pilz. Und außerdem ist er dann noch im Inventar und ich kann ihn dann einsetzen, wenn ich ihn brauche. Ich finde, diese Käfer sehen so geil aus. Oh, ich habe mal geschrieben, dass sich New Super Mario Bros. 2 vom 1er grafisch gar nicht mal so abhebt. Aber ich fürchte, ich muss mich da berichtigen. Es ist doch schon viel besser. Ich meinte da, es wäre nicht so pixelig, wie es einsah, aber sonst wäre alles gleich. Aber nein, nein. Die Texturen und so, die sind alle schon ja, auf gehobenem Niveau. Sagen wir mal, gehobenes Gamecube-Niveau. Da kommt natürlich nicht ganz an das von der Wii ran. Das fand ich ganz gut. Aber alles toppen wird nur Super Mario Bros. U. Ich meine, schaut euch das an, wie geil das aussieht, ey.
Hier war auch irgendwas versteckt. Wir haben keine Starcoins verflixt. Wo ist die zweite? Da, bei der blauen Röhre ist was. Alle anderen sind grün, die ist blau. Das ist komisch. Was haben wir da oben? Hä? Das war der Secret Exit? What the hell? Okay, dann, war da wohl, eine Starcoin in der Röhre für den Minimaus. Also irgendwas war da definitiv, ich meine, die ist ja nicht umsonst. Und das war schon was Besonderes, weil ich mich da doch aufgeregt habe. Naja gut, dann bezahlen wir mal hier an dem Pilzhaus. Ich hoffe, das habe ich auch schon im Blind-Let's-Play geöffnet. Wenn nein, dann ja, leck mich doch. Egal. So wichtig ist es auch nicht, aber ich will mir halt keinen Vorteil verschaffen. Was schon verbraucht war, soll auch weg sein. Okay. Wenn der Trottel jetzt keinen Mini-Pilz anbietet, dann habe ich ja aber verschissen. Tut er aber, gut. Ach, der kommt doch nicht ins Inventar. Man muss schon klein sein, dann kommt er ins Inventar. Naja, dann müssen wir halt ein bisschen skillen. Das halbe Level nur mit Mini-Mario. Klingt leicht, ist es aber nicht. Denn wenn man auf die Gegner springt, sterben sie ja nicht. Man muss sie, wenn er mit einer gezielten Stampfattacke angreifen und... Ja, ist nicht so einfach. Nein! Aber das macht es wenigstens anspruchsvoller, sowas. Das Spiel ist ja jetzt nicht so hammerschwer. Gut, ich hoffe zwar, es wird noch schwer. Also man merkt schon eine Steigerung, aber nicht so groß wie früher. Dann kommt halt noch hinzu, dass es nicht so viele Welten hat und mich das ein bisschen stutzig macht. Bloß nicht anschubsen jetzt. Scheiß auf die Münzen. Ich trau mich jetzt nicht. Oh, da wäre er eh gestorben. Verflixt. Und möglichst rechts halten, weil die Mini-Röhre war rechts. Weiteren Vorteil gibt es aber für den Mini-Mario. Da diese Plattformen, die eigentlich durch das Gewicht dann runterfallen würden, tun dies jetzt nicht mehr. Und so langsam ist es hier ein bisschen voll, meint ihr nicht auch? Oh scheiße, da ist aber die Röhre und ich bin drüber gesprungen. Was für ein Vollidiot bin ich eigentlich? Und ich kann jetzt nicht mehr runter, ne? Auch nicht mit der Stampfattacke. Ach nee, ey. Ich kann zwar die Blume einsetzen und wäre dann unten, aber ich habe dann keinen Mini-Pilz mehr. Ach, was mache ich denn jetzt? Mir bleibt eigentlich nur der Selbstmord. Oh, sorry, Leute. Das war so dämlich. Ich habe nur Schiss gekriegt bei den ganzen Gegnern. Ich dachte, das wäre noch ein bisschen und dann... Ja, verkackt. Verkackt. Hallo, kann man mich jetzt mal umbringen? Hallo, ich will sterben. Bringt mich um. Warum tötet ihr mich nicht? Dum 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 dum. Fail! Fucking epic fail. Ja, gehen wir mal in Welt 1 zu einem Pilzhaus und holen uns da einen Minipo. Das haben wir mit Sicherheit schon bezahlt. Ein kleiner Fail muss auch sein. Gib her, Mann. Aber was ist denn das für ein Spaß? Der hat nicht mal einen. Alter. Die gibt's wohl erst ab Welt 3. Weil da kam er ja auch zum ersten Mal vor. Ah, jetzt geht's los hier, du. Jetzt geht's los hier. Was geht los da rein? Ja, der hat einen. So, und diesmal lasse ich mich nicht ownen. Diesmal schaffe ich. Aber wisst ihr was? Ich hätte mich eigentlich gar nicht umbringen müssen. Wir haben das Level ja schon geschafft und deswegen hätte ich eigentlich durch Start plus zur Levelkarte zurück das Ganze resetten können. Dann ist man nämlich wieder klein. Also es ist eigentlich alles genauso, wie wenn man das Level noch nicht betreten hat. Dazu muss man es aber schon mal geschafft haben. Wir haben den Secret Exit schon gefunden, deswegen zählt es als geschafft. Nee, oder? Okay, dann machen wir das hier so wie in der Welt 3. Ich werde dieses Starcoin off
Screen holen, weil ich sie im Blind Let's Play ja schon geholt habe. Wenn ihr das da sehen wollt, die Links zu dem Blind Let's Play sind wie immer in der Videobeschreibung. Scheiße, ey. Ja, was mache ich eigentlich? Jetzt brauche ich auch nicht mehr klein sein. Aber die dritte Starcoin sollte ich noch suchen. Na gut, die ist hier auf dem Präsentierteller. Da muss man schnell sein. Kein wirkliches Problem. Kein Bonus-Item? Dann halt nicht. Aber es ist auch nicht die Boss-Tür, oder? Nee. Da kommt noch ein bisschen was. Und hier gibt's eine Blume. Ja, ja. Also da war die zweite Starcoin, das schwöre ich euch. Die hole ich offscreen. Die von Welt 3 habe ich immer noch nicht geholt. Sollte ich mal machen. Weil im nächsten Part geht es ja dann weiter. Achtet also auf New Super Mario Bros. 2 Part 11. Ich werde das nicht Welt 4 Part 2 oder Welt 5 irgendwas nennen. Nein, es heißt Part 11. Ich lösche das Blind Let's Play ja nicht. Und deswegen wird es einfach fortgeführt. Damit es auch die Leute, die es damals geschaut haben, wieder finden. Weil ich glaube, ich werde jeden Tag gefragt, mit wann geht's denn los? Wann kommt Part 11, Mann? Wo schluch man nach, wird immer ein bisschen, Mann? Und ja. Deswegen heißt es Part 11. Glanzlos abgeschlossen. Du kriegst noch aufs Maul, Junge. Und das relativ bald. So, das nächste Level haben wir auch noch gemacht, aber dann nichts mehr. Safe. 4-3. Das letzte Level. Das wir schon kennen. Da weiß ich sogar auch noch, dass ich das gar nicht machen wollte, mich nur verdrückt habe und es dann noch reingeschnitten habe in den Part. Warum nicht? Hattet ihr mehr zu sehen. Da unten ist die Starcoin, okay. Das hat wieder ein bisschen Münzen gebracht. Das Spielchen hier. Ach, wie dämlich, ey. Warte. Da erinnere ich mich auch irgendwie, dass man da hochspringen musste. Und da war da was. Nur wo war das? Und jetzt gleich muss man einen Dreisprung ausführen bei diesen verflixten... Ne, muss man gar nicht machen. Man muss nur hochspringen. Bei diesen verflixten Piranhas. Dann kommt man an die zweite. Boah, was ist denn los, ey? Geh mal her, das Ding. Genau, jetzt musste man hier springen. Da ist die dritte. Yes! Nicht sterben, nicht sterben. Und was ist da? Ja, that's life. Ja, toll. Da komme ich jetzt nur mit einer Blume hin. Die habe ich aber soeben verloren, leider. Deswegen wird das nichts. Yes, okay. Dann werde ich euch jetzt die ersten... drei oder vier. Nein, mach mal drei. Die ersten drei Regenbogen-Level werde ich euch zeigen. Okay, um es euch zu demonstrieren, suche ich mir jetzt ein schnelles, leichtes Level raus. Wir sind in Welt 1 und es gibt in jeder Welt ein Regenbogen-Level. Das ist etwas anders und es gibt immer was anderes zu entdecken oder zu gewinnen. Um es freizuschalten, muss man immer eine Doppelzahl auslösen, also 1-1. Dies allerdings nur in Welt 1. In Welt 2 müsst ihr dann auf dem Timer oben rechts 2-2 stehen haben, in Welt 3 3-3 und in Welt 4-4-4. 5-5 in Welt 5 und so weiter und so fort, ist klar, ne? Dann erreicht man diese Regenbogen-Level. Also ich muss jetzt bei 411, 311, 211, 111 oder 11 die Zielflagge berühren. Um keinen Fehler zu machen, verzieht euch, stellt ihr euch am besten hier drauf, so nah wie möglich und wartet ab. Jetzt können wir ein bisschen updancen. Irgendwie denke ich jetzt gerade an diesen Sunshine-Typen da. Dieser Dancing-Typ.
Ach so, ist gleich soweit. Oh, wow, 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 wow. Hätte ich es fast verpasst. 411. Dann kommt die besondere Musik. Und? Rainbow. Und hier erscheint es nun. Rainbow Level 1. Ich kann euch aber schon mal voraussagen, dass das in Welt 1 noch nicht der Bringer ist. Also in Welt 1 könnt ihr eine Menge Geld machen, aber in Welt 2 gibt's was richtig, richtig Geiles. Dazu gleich mehr. So, so sieht das in Welt 1 aus. Man hat natürlich auch viel größere Chancen, richtig viel Kohle abzuräumen. Ihr seht es schon, die 50 ist viel leichter zu treffen. Und es gibt auch noch eine 100er Münze. 30 Stück, okay. 50. Wobei mir aber der ganze Rest hier runterfällt, nur 10. Und hier hast du auch nochmal die Chance auf 100. Und ich nehme nur 10 mit. Fail. Ja, also das hier ist ein Geldregenbogen-Level. Und im zweiten gibt es, wie gesagt, was richtig Geiles. Für euer Inventar. Dazu drücke ich auf dem Touchpen auf Welt 2. Geh in irgendein Level, also spielt keine Rolle, in welchem Level ihr seid. Es sollte einfach nur am Ende des Timers eine 2-2 stehen. Eine 22. 522 geht nicht. 422, 322, 222, 122 oder 22. Wer hätte das gedacht? Da, 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 da. Scheiße. Schnell. Jetzt hätte ich eigentlich auch die goldene Blume mitnehmen können, aber wir kriegen hier gleich eine. Vorsicht, nicht reinspringen. Ihr könnt ja vorspulen. Ich muss es nämlich wieder bis 422 warten. Wahrscheinlich klingt das total gay. Aber ist mir egal. 422. Und das Feuerwerk gibt's auch noch. Welt 1, einmal ein Böller, Welt 2, zwei Böller und so weiter und so fort. So. Das Regenbogen-Level von Welt 3 kenne ich gar nicht, das sehen wir beide gleich blind. Aber ich weiß, dass das zweite relativ nice ist. Jetzt fallen die Münzen so, okay. So viel Kohle wie möglich mitnehmen. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, ich bin schon dabei, ein bisschen was zu sammeln. Am Ende von Welt 2, glaube ich, hatte ich... Fuck, was für ein Vollidiot bin ich eigentlich? Von Welt 2 hatte ich irgendwie über 10.000 Münzen und am Anfang dieses Parts schon über 40.000. Ja, ein bisschen Coin Rush gespielt. So, es ist sehr wichtig, dass ihr die 8 roten Münzen einsammelt, denn dann, habt ihr es gesehen, bekommt ihr eine goldene Blume ins Inventar und die könnt ihr überall verwenden, wo ihr wollt, in jedem Level. Bisher musste man ja immer die Level spielen, in denen man die finden kann. Aber hier gibt's die umsonst. Für jedes anwählbare Level. Einfach geil. Okay. Welt 3. Das, wie gesagt, sehen wir jetzt alle blind. Oder fast alle. Ihr kennt es vielleicht schon, ich aber nicht. Für mich ist es blind. Ich weiß nicht, was es da zu finden gibt. Aber ich denke mal, es wird von Welt zu Welt immer geiler. Vielleicht jetzt wieder massenhaft Kohle und in Welt 4 dann wieder eine goldene Blume. Ich weiß es nicht. Oder man kann mal einen Stern ins Inventar nehmen. Den gibt's hier gar nicht. Gab's früher immer, aber jetzt hat er irgendwie Pause. Weiß ich nicht, wieso. Ah ja, klar. Wieder 5, ey. So, ich sollte jetzt nicht so viel mit den Münzen rummachen, weil ich muss ja bei 33 im Ziel sein. Aber ich bin ja eh schon da. Keine Sorge. Diesmal müssen wir auch keine Zeit verschwenden mit rumsingen, weil ich bin relativ genau angekommen. Und was geht los da rein? Das ist geil. Let's go.
Also ich denke, die machen jetzt hier wieder ziemlich viel Kohle rein. Aber mal schauen. Wenn es einen Münzring mit den 8 roten Münzen gibt, dann sollte man auf jeden Fall die Münzen sammeln. So, 30. 10er fliegt da rum, okay. Noch ein 10erle. Und 100! Yay! Mal 30. 30. Und 100! Ja, ist wieder ein Münzding. Hier gibt's wieder ziemlich viel Kohle. Okay, Regenbogen Level 4 sehen wir dann im Blind Let's Play wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich schon in Part 11 zeige, aber auf jeden Fall in einem der nächsten Parts. So, jetzt kommt eigentlich nichts Wichtiges mehr. Ihr könnt eigentlich schon abschalten. Ich werde jetzt noch jedes Pilzhaus besuchen. Danke fürs Zuschauen, eure Kommentare, eure Daumen hoch. Ich werde es aber trotzdem zeigen, wie ich die ganzen Pilzhäuser nochmal ablaufe. Keine Ahnung, nur zur Vollständigkeit halber. Und wie gesagt, haltet Ausschau nach New Super Mario Bros. 2 Part 11. Ach, wisst ihr was? Mir ist das jetzt alles scheißegal. Ich bezahle an jedem Schild bis Anfang Welt 4. Ich habe jetzt keinen Bock, das alles durchzuklicken. Das dauert mir zu lang. Und außerdem mache ich es dann ja nur schwerer für mich, wenn ich keine Pilzhäuser mehr in Reserve habe. Somit muss ich die kommenden sparen. Oh, scheiße. Mir fällt da doch noch was ein, was wir machen müssen. Welt 1 kennen habe ich ja auch noch gemacht. Das haben wir noch nicht gemacht. Oh, 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 gut, dass ich jetzt hier in Welt 1 bin. Lol, diejenigen, die jetzt noch zuschauen, die bekommen dann exklusiv das Kennen-Level zu sehen. Die anderen nicht. Das habe ich jetzt echt verpennt. Aber in Welt 2 habe ich es, glaube ich, nicht gemacht. Scheiße, ey. Oder habe ich? Wenn, schneide ich es auch noch rein. Aber wir müssen das hier noch schaffen. Und das ist gar nicht mal so einfach, weil früher waren die Kanonenlevel einfach nur, ja, Deko. Man musste da reinspringen, dann kam man in die nächste Welt. Aber jetzt muss man sich hier auch anstrengen. Mit dem Tanuki ist es allerdings relativ leicht. Also wenn man keinen hat, dann ist es anspruchsvoll und wenn man die 8 roten Münzen sammelt, ebenfalls. Ich will jetzt aber hier nur schnell durch und verkack trotzdem. Ja. Bin ich nicht ein dummes Kind? Oh man. Dann besuche ich mal hier das Torthaus in der Hoffnung, es gibt hier einen Tanuki-Schwanz. Nicht, dass ich jetzt dann noch beim Kanonenlevel fehle. Kann ja gar nicht angehen, hey. Danke. Was, der hat auch schon einen Mini-Pilz? Lol. Dann nehme ich den mal mit. Ja, geht nicht. Ja, klar. Okay, dann nicht. So ein Spacko. Warum tut er den nicht einfach ins Inventar? Aber wahrscheinlich ist die goldene Blume mehr wert und die wäscht den Mini-Pilz raus. So, und jetzt bitte überleben, Mario. Das wäre ganz gut. Oh, Kohle gibt's auch noch. Sehr schön. Das frischt meinen Geldbeutel auf. Kann man so einen Block eigentlich auch im Real Life haben? Das wäre ja voll geil. Bräuchte ich. Oder bräuchte fast jeder. Ja, jetzt passt's. Und wir sind dann in... Was war das für eine Welt? Das war irgendwie so eine komische... Genau, eine Pilzwelt. Müssen wir noch schauen, was da so abgeht. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Zurück in Welt 1. Haben wir auch noch kein einziges Level gemacht in der Pilzwelt. Ich glaube, ich wollte ich mir aufsparen, bis ich mit den normalen Welten durch bin. Oder kurz vorm Boss wollte ich damit beginnen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, hier kann ich mir auch nochmal ein paar Ups beschaffen. Keine Ahnung, wie viele ich im Blind Let's Play hatte, aber auf jeden Fall... Wow, das ist das erste Mal, dass ich alle hab! Ja, das ist das erste Mal, dass ich alle hab. Geil. Damit hätten wir alle Pilzhäuser in Welt 1 abgerissen. Weiter geht's in Welt 2. Tine Wittler ist unterwegs. Baut aber keine neuen Häuser, sondern reißt sie nur ab. Boah, schaut ihr das manchmal? Also ich habe das 2-3 Mal schon geguckt. Es ist ja so ein Crap, ey.
Allein wie die Alte immer glotzt, ist zum Kotzen. Und wie die sich ins schöne Licht stellt, dabei ist ja auch klar, es ist eine RTL-Sendung. Tun sie immer so, boah, ist die geil, die schenkt uns alles und yay, die hat ja keine Hobbys, nichts anderes zu tun, dabei macht die Alte doch gar nichts. Die ganze Arbeit machen die Bauarbeiter, ja? Die Schlampe macht gar nichts. Die stellt sich ins Rampenlicht, spricht ein bisschen, macht auf Mutter Teresa und das war's. Die ganze Arbeit machen die Bauarbeiter. Aber die werden ja sowieso generell wenig bezahlt. Ich weiß nicht, ob vielleicht jemand von euch eine Ausbildung als Bauarbeiter oder Maurer oder sowas ähnliches macht. Ist richtig scheiße bezahlt, ne? Und dann noch dreckige Arbeitszeiten mit im Winter und sowas. Ey, es geht gar nicht. Ich finde, es ist einfach unfair geregelt in dieser Welt und... Ja, ich kann es nicht ändern, aber... It sucks. Irgendwelche Spasten kriegen da 5000 Euro im Monat oder so, obwohl sie fast nichts machen. Was weiß ich, Leute vom Fernsehen oder... Politiker, obwohl die kriegen noch mehr. Kriegen ja, was weiß ich, 12.000 oder so. Ich fand das ja so geil. Vor kurzem war das erst so der Fall, wo sie diskutiert haben. Ja, erhöhen wir jetzt unsere Löhne oder nicht? Also die der Politiker. Haben sie dann so im Schein drüber diskutiert. Ach, das wird gar nicht abgerissen. Und einen Tag später stand fest, ja, Merkel bekommt mehr Geld. Tun sie auch noch so, als würden sie überlegen. Naja. Klar. Wenn was auf der Kante ist, dann geht's nach Griechenland. Das kann ich gecheckt, dass das scheiß Haus nicht abgerissen wird, weil ich jetzt so in meinen Gedanken bin. Ich voll Idiot. Alles, was ich hier mache, ist total unnütz. Aber mir schaut ja eh keiner mehr zu. Niemand schaut mehr zu. Niemand. Das Coole ist ja, ich kann das auch nachprüfen, wie viele jetzt hier noch zuschauen. Zwei Tage nachdem das Video geuploadet ist, kann man in Analytics nachgucken, wie viel Prozent der Gesamtviews sich jede einzelne Sekunde angeschaut haben. Dann gucke ich mal den Schnittpunkt an, da wird bestimmt so ein Berg runtergehen. Keine Sau hat mehr geguckt. Aber ist ja egal. Action ist vorbei. Und die Kanone in... Oder wo gibt's denn überhaupt nochmal so eine Kanone? In Welt 3, oder? Dann habe ich sie vielleicht doch gemacht. Scheiße. Muss ich nochmal schneiden und gucken. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich die zweite Kanone auch noch hinter mich gebracht habe. Das glaube ich nicht. Lass mich gehen, ey. Doch, oder? Crap. Ah, schade. Hier ist ein Haus mit einer goldenen Blume. Das verschwende ich jetzt natürlich äußerst ungern, aber seitdem ich weiß, dass man die auch über die Regenbogenlevel bekommt, sehe ich das Ganze lockerer. Let's go, bitch. Gib her das Ding. Wäre geil, wenn er jetzt ja gleich zu Golden Blumen Mario wird und dann habe ich noch eine im Inventar. Das wäre krass. So, damit ist es in Ordnung. Ich gucke jetzt noch kurz, ob wir die Kanone noch gemacht haben. Falls nein, ende das Video hier. Danke für die zwei Leute, die noch zugeschaut haben und bis zum nächsten Mal. New Super Mario Bros. 2 Part 11.